Österreich gegen Wales. Abgehakt. Hallo? Ja. Ja, ich habe dich jetzt nicht ganz gehört. Österreich gegen Wales. Österreich gegen Wales, danke. Das Mixband Liebe Zuschauer, willkommen im wäre Royal jetzt Bild. Stadium. Willkommen zu diesem heutigen Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann heißen auch heute wieder ihre Kommentatoren. Auf dem Programm steht heute eine sehr interessante Begegnung. Es deutet alles auf ein klasse Spiel hin. Ja, das ist so ein Spiel, wie du es dir als Zuschauer wünschst. Wo spielt der mir jetzt eigentlich? Galatasaray. Ah, doch. Doch noch. Baumgartner. Und da geht der Spieler dazwischen und fängt den Pass ab. Boah. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Da ist die Chance. Tor, schön. Da ist es. Das ist die frühe Führung in dieser Partie. Schöne Kombi. Wir schauen uns noch mal an, wie dieses Tor entstanden ist. Zunächst der Doppelpass. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Soll ich mein Liebling auch? Oder spielt der nicht mehr? Dein Liebling? Euer. Oh, ich glaube, ciao. Das hat der Schiri. Na, gar ich glaub, nicht ja. Oh, ho, ho. Es gibt die gelbe Karte. Ah, mein Lieblingsrapidler. Der links auch schon nicht mehr. Dann spielt er zweite Liga. Ah, okay. Da sind sie mit Gelb gut bedient. Sauberes Tackling und so haben sie jetzt Ballbesitz. Da ist die Flanke. Aus diesem Angriff können sie also nichts machen. Guter Pass. Riesenchance. Oh. Ja, auch hier gibt es wieder die Torschützen von den ersten Bewerben. Da war es bei mir bei Österreich Harnik mit 22, Hosiner mit 14 und Lindl mit 12. Demir, die Nutmegs jetzt mit dem Angriff. Er geht dazwischen. Es wird halt keiner mehr von den drei werden. Sie bekommen die Ecke. Ecke kommt ins Zentrum. Sie bekommen den Ball nicht raus. Bei Wales ist es Church mit 22, Davies mit 15 und Giggs mit 11. Er nimmt ein volles Risiko. Wichtig, dass er den ablocken kann. Oh mein Gott, ja, der Church. Da ist der Ball weg. Weiter am Ball, Abwehr findet kein Mittel. Na, Alter. Was hat's gesehen? Boom! Doppelt bitte. Es ist die zweite. Er muss runter. Jetzt können sie die Führung erhöhen. Der Strafstoß ist drin.
Kein guter Start hier für die Weser in dieses Turnier. Von meinen Österreichern hast du eigentlich auch Statistik, oder? Ja. Okay. Sicher. Nee, nee, Österreicher. Sabitzer! Und damit sind sie nun mit drei Toren vorne, machen heute wirklich einen exzellenten Eindruck. Puh, was ist da los? Was ist da los? Das stimmt. Da kommt auch einer bekannt, da einer stritt jetzt aufs Feld, oder? Ein Bekannter? Ein Bekannter, Alter. Zumindest Karriere, Alter. Da sehen wir diesen wunderbaren Alleingang nochmal. Keiner kann ihn aufhalten. Er lässt die Abwehr einfach stehen. Das ist unwiderstehlich, wie er da abgeht. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3:0. Wahnsinn. Ja, was ist hier los? Wales macht es den Österreichern zu einfach. Das stimmt. Aber verstehst, er spielt ganze Zeit im Österreich-Dress, jetzt spielt er Österreich, jetzt spielt er es nicht in Österreich-Dress. Wir spielen auch in einem österreichischen Dress halt. Achso, ja. Ein Bundesliga-Dress halt. Ja. Schön durchgesetzt. Kein guter Zweikampf. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Da ist ein gefährlicher Steilpass. Ganz gefährlich. Ein fantastisches Tor. Schau nochmal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig. Da soll sich jetzt nicht lumpen lassen. Da gibt es dann nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball. Ein Hammer. Drin ist er. Gute Antwort. Mur. Der WM-Mur. Neuer Spielstand jetzt also 4:1. Ja, Österreich, muss man sagen, hat zwei Titel geholt. Einmal Europa und einmal Weltmeister geworden. Ich glaube, beide durch dich. Ja. Eine Entscheidung von dir. Beide auch gleich, glaube ich, zweite WM und erste EM war das. Tolle Parade, er verhindert das Tor. Dabei kam der Freistoß gar nicht schlecht, Wolf. Boah, der ist nicht schnell. Nur noch den Torhüter vor sich. Oh ja, da. Hau an Autovic. Dann bekommen sie halt den Nachschuss und dann fällt das Tor. Da war die Abwehr ein bisschen unaufmerksam. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Die erste Chance noch klasse pariert. Aber dann die nächste Chance und die wird genutzt. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Hälfte, mein lieber Mann. Nun Aaron Ramsey. Er kann sich durchsetzen. Ganz wichtig, da muss er hin. Schiedsrichterin entscheidet erstmal auf Vorteil. Die Nutmegs haben in diesem Spiel öfter den Ball. Und wenn du diese. Jetzt aber erstmal Vorsicht. Oh ja. Klasse. Schade. Oh. Gut gemacht.
Chance jetzt vielleicht zum Konter. Boah. Da verliert er den Ball. Jetzt müssen Sie aufpassen. Nein. Schön, wie Sie da die Offensive unterstützen. Weiter mit dem Vorteil. Mal sehen, ob Sie den nutzen können. Im richtigen Moment abgesprungen. Was für eine Parade. Das ist dieses Auge, dieses klasse Timing, das ihn so stark macht. Den kann er natürlich ganz locker halten. Da war bei weitem nicht genug Druck hinter diesem Ball. Ja, guter Steilpass hier. Da fangen Sie den Pass ab. Marko Arnautović. Nachspielzeit hier, 2 Minuten. Könnte den Konter geben. Und jetzt dieser tolle Steilpass. Schön. Dachte, wenn ich den noch weiterleite, dass der auch stärker schießt. Ja, starkes Auftreten erster Halbzeit von den Österreichern. Kann man sich nicht beklagen. Und wie es halt jetzt eben auch ein bisschen durchrotieren. Little test auf gut Deutsch. Genau. Nicht nur testen, eben aufgrund, wie wir es gesagt haben, Verletzungen und alles. Durchgang 2 läuft. Dann fehlt es sich natürlich auch ab und zu mal eine Karte auszuwechseln. Was meinst du? Was meinst du, eine Karte auszuwechseln? Ja, wenn du eine gelbe Karte hast, was so ein Spielstand so, oder so. So eine Karte auswechseln. Gelbe Karte oder so, gelb belastet. Ich habe jetzt an generell Spielerkarte gedacht. Achso. Stimmt. Kann man auch. So. Ja, fünffach wechseln. Sie werden hier wechseln. Gut geklärt, das war wichtig. Könnte jetzt was werden. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt, Ball ist weg. Stefan Leiner. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Ballbesitz ist weg. Alter. Dranbleiben. Gefährlicher Steilpass. Ball kommt gut. Keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Alter. Pass kommt nicht an. Ach, schön. Oh. Das war nicht so schön. Na, das spielt sie ordentlich. Ja, ich glaube, die Wales waren auch immer eine Mannschaft, die nicht wirklich weit gekommen sind. Nein, spielerisch läuft es nicht so. Oder von den Kickern her, glaube ich, haben die gar nicht so schlecht, gell? Nein. Ich habe nicht einmal noch Bale dabei. Gut, Bill ist ja nicht der Star mehr. Ja, ja, aber er kann trotzdem erst ab und zu, so wie Messi, sage ich mal. Kann auch ab und zu mal noch aufblitzen, wenn ich möchte. Das nicht mit Messi vergleichen, aber. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren.
Ja, starker Pass. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Aber jetzt. Aber jetzt. Aber jetzt ist er drin. Ja, natürlich am Anfang auch gleich geschockt worden. Mit der roten Karte, den schnellen Treffern. Kann natürlich auch zum schlechten Auftakt hier jetzt führen, alles. Ja, die Gelb-Rote, die tut natürlich weh. Fehlt ein Stammverteidiger im nächsten Spiel. War jetzt eh schon mit Rücken zur Wand durch die hohe Tordifferenz, kann man sagen. Na gut, nach einem Spiel würde ich das jetzt nicht sagen. Bestimmt. Jetzt sind sie noch drei. Ja, generell ist es halt auch alles schwer einzuschätzen, wer ist wie stark, wer, wo kann man sich was ausrechnen. Das wird sich natürlich dann auch alles mit den Turnieren, wird es ja wieder eine Rangliste geben, eine Weltrangliste, ja, und auf der wird ja dann wieder ausgelost, die Gruppen. Jetzt hat man das ja nur so grob nach der echten Rangliste gemacht. Aber die hat halt nicht so viel Wert, natürlich, wie dann die spielerische. Erstmal wieder weg. Nee, den kriegt der Keeper. Oh. Alter. Gut zusammengeredet. Johnson. Ganz energisch. Da kommt die Flanke. Oh, gehalten, das gibt's doch nicht. Was für ein Duell. Nervenball. Das war eine Ja, aber auch bei den Österreichern ist das so wie bei Frankreich, aber das ist halt eher was. Wenn man selber Österreicher ist, zu tun, dann müssen einige um die Position kämpfen, beziehungsweise ich beweisen. Was für eine Chance! Verhindert erstmal das Tor, aber es bleibt wohl gefährlich. Oder, wo ist denn der jetzt hingutscht? Die war sensationell! Boah. Ganz alleine! Er trifft und damit steht heute für ihn ein Doppelpack zu. Mo- Aber das ist zum Beispiel jetzt eine Szene, ja? Mhm. Wer es keine Karten geben will, hätte ich ihn wahrscheinlich umgeritscht. Aber auf dem, dass ich gewusst habe, wenn der kriegt fix rot und dann fehlt der nächste Spiel, denke ich mir, okay, steht 5-3, ja? Ein dann, Tor mehr halt. Ja, dann scheiße ich drauf, lass ich ihn rennen. Muss mich natürlich doch trotzdem die letzten 10 Minuten anstrengen, dass ich keine 2 Gegentore bekomme, aber. Das ist das Augenmaß quasi. Genau, das musst du halt dann hinnehmen. Oder vielleicht verschießt er halt, jetzt hat er halt voll drauf. Aber. Da kommt der Versuch. Aber am Ende kommt nur dieser. Ja, da war jetzt dieser Gedanke eben dabei. Kretsch ihn nieder oder kretsch ihn nicht nieder? Ja. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Kurze Flanke jetzt. Erstmal. Ja, man sieht, Wales ist trotzdem gut reingekommen wieder. Erste Halbzeit eben ein bisschen daneben. Die Abwehr sucht noch nach ihrer Formation. Oh. Wow. Ja, das war jetzt sehr überraschend, dass dieser Pass angekommen wäre. Da ist er vorbei, da muss er energischer hingehen. Daniel James. Ja, guter Pass. Da hätte oh, hoppala. Der Burg. So, Vorteil nach diesem Foul. Können Sie das für sich nutzen? Ja, da ist Platz für den Apex auf außen. Gut dazwischen gegangen. Klasse Zuspiel. Da kommt der Steilpass. Die Chance, die Riesenchance, aber was für ein Reflex. Super gehalten, das zeichnet den Mann aus. Diese Ruhe, dieses Abfahren und natürlich diese Reflexe. Die bringen den Ball raus nach dieser Ecke. Wow. Da ist die Flanke. Jetzt kehrt erstmal wieder Ruhe ein. Schon.
Ja, ist jetzt dann auch tordifferenztechnisch nicht so krass für Wins ausgefallen. Ja, und Gott sei Dank noch ein bisschen hier was gut machen können, aber Gefahr war nie gegeben, dass sie hier wirklich aufholen. Williams Match, Man of the Match bei Wales. Ja, bei Wales habe ich eigentlich 1, 2, 3, 4, 5 Special-Karten. Na gut, das fand ich jetzt auch spielerisch besser als die erste. Also, die erste war ja eine Katastrophe. Das stimmt.